Wir halten uns zu sehr in der Rede über die Sache auf und vergessen bei all dieser Rede im Grunde die beredete Sache selber. Wenn ich Gott um seiner selbst willen lieben muss, um ihn überhaupt zu finden, dann kann ich mein Interesse gar nicht auf die Schrift allein begrenzen. Wir erforschen in unserem Projekt Karl Rahner und die Bibel, welches Verhältnis der bedeutende Innsbrucker Theologe und Jesuit Karl Rahner zur Bibel hatte. Einige Jahre nach seinem Tod kam etwa der Vorwurf auf, Rahner hätte die Bibel philosophisch überhöht und sich für ihre Inhalte kaum interessiert. Dieser Vorwurf konnte bereits auf den ersten Blick in sein 40-bändiges Gesamtwerk mit über 32.000 Seiten widerlegt werden. Andere warfen ihm vor, er habe sich wenig für Judentum und Altes Testament interessiert. Diese Vorwürfe sind zu differenzieren und im zeitgeschichtlichen Kontext zu betrachten. Er machte in diesen Fragen einen Wandel im Lauf seines Lebens durch. Eine deutliche Favorisierung des Neuen Testaments, die mit seiner christozentrischen Theologie einhergeht, steht aber außer Frage. In seinen seelsorgerlichen Tätigkeiten, in den Exerzitien und Predigten, in Gesprächen und Briefen hat mein Mitbruder immer wieder auf die Bibel zurückgegriffen und sie ausgelegt. Nicht selten spürt man auch in diesen geistlichen Texten oder den selbstverfassten Gebeten, dass die theologischen Fragen, mit denen er sich gerade beschäftigte, auch für sein Leben und seine Spiritualität existenziell fruchtbar wurden. Für das Projekt haben wir daher das gesamte Werk studiert, Gespräche mit Menschen geführt, die ihn kannten, und nicht veröffentlichtes Archivmaterial gesichtet. Dabei zeigt sich schon jetzt, wie differenziert Karl Rahners Bibelhermeneutik war, wie stark er sich für die Freiheit der Exegese schon ab den 1940er Jahren einsetzte und wie wichtig es für ihn war, eine bibeltheologisch verantwortete Dogmatik zu betreiben. Auf unserer Tagung treten wir in Dialog mit weltweiten, interdisziplinären Rahner-Expertinnen und Experten und pflegen so den Rahnerschen Stil des Austauschs. In knapp 2 Tagen diskutieren wir gemeinsam über Rahner, den Jesuiten und spirituellen Lehrmeister, den Professor, den Seelsorger und Prediger, den Exegeten und Dialogpartner. Rahners essayistischer Sprachstil, sein Anspruch, eine Denkbewegung immer abschließen zu wollen, und sein schultheologisches Denken, das über lange Strecken vom Kirchenlatein geprägt war, machen den Umgang mit Rahner zu einer Herausforderung. Doch wer einige Zeit mit seinen Texten verbringt, spürt seine tiefe Verwurzelung im katholischen Glauben und davon ausgehend seine große Offenheit für die Fragen der Gegenwart, denen er sich immer wieder mit Leidenschaft, trockenem Humor und ernüchternder Ehrlichkeit stellte. Wir laden Sie daher ein, sich unser Projekt unter folgendem Link anzuschauen. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Kommen Sie gerne mit uns ins Gespräch.